unser Land und unser Haus verkaufen. Wo liegt die Schmerzgrenze? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Das heutige Video ist wahrscheinlich eins der schwierigsten Videos, die ich jemals auf YouTube gemacht habe. Und zwar geht es um etwas, was ich vor etwa 2-3 Wochen für nicht möglich gehalten hätte. Und auch, ja, wenn du mich vor 2-3 Wochen gefragt hättest, würdest du jemals nur einen Gedanken damit verschwenden, das Grundstück hier zu verkaufen, in welches ich jetzt die letzten 3 Jahre rein investiert habe. Und das gibt ja auch ein Dschungelgartenprojekt. Ich kenne es ja, diejenigen, die hier schon etwas länger zuschauen, mit einem Teich. Wir werden noch schnell herumlaufen, mit einer Mauer ums Grundstück herum und einem Hühnergehege und plus minus fast alle Bäume, die es in Thailand gibt, Obstsorten, wachsen hier auf diesem Land, Gemüse und und. Also es wird mal ein Selbstversorgerprojekt, kann man sagen. Also jetzt nicht direkt gewollt, aber es ist halt einfach normal, wenn du so viele Pflanzen hast, 80% Obstbäume etc., da wird dich irgendwann das Obst, das Essen erschlagen. Und auch Fisch und so, aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Ja, verkaufen. Wieso mache ich so ein Video? Ich hatte in den letzten, also ich muss vielleicht noch schnell ausholen, vor 3 Jahren haben wir hier begonnen mit Bauen. Dann hat es etwa 8 Monate, sagen wir ein Jahr gedauert, bis alles fertig war. Und dann haben wir jetzt noch knapp 2 Jahre daran gearbeitet, hier Garten und Teich und weiß ich was alles, halt auch wirklich so ein Dschungelprojekt zu machen. Ja, also im Juli genau genommen sind es 3 Jahre. Und es gab natürlich immer wieder Leute, die haben zugeschaut und die haben gesagt, wow, gefällt mir sehr gut. Sowas in diese Richtung habe ich noch nirgends gesehen auf dem Immobilienmarkt. Würdest du nicht verkaufen? Wo liegt der Preis? Wo liegt die Schmerzgrenze? Das höchste Angebot, was ich bis jetzt hatte, war 10 Millionen Baht. Das liegt aber auch schon etwas länger als ein Jahr zurück. Aktuell habe ich 2 Interessenten, die sich regelmäßig melden und fragen, ob ich verkaufen möchte. Und da liegt der Preis auch so bei aktuell 9,5 bis 10 Millionen Baht. Ja, ich habe das mal mit Freunden angeschaut und auch natürlich mit meiner Frau, das Allerwichtigste, was sie darüber denkt. Und meine Frau und ich sind zum Entschluss gekommen, zu Beginn, das hat sich aber mittlerweile geändert, dass wir auf keinen Fall verkaufen wollen, weil das hier eigentlich so unser Projekt für die Zukunft ist und wir davon auch sehr, sehr gut leben können. Aber dann kamen halt auch ein paar andere gute Argumente von Personen, die gesagt haben, schau, für 10 Millionen würde ich es auch nicht verkaufen. Aber was, wenn jetzt irgendjemand kommt und einen Betrag bezahlt, wo man dann halt wirklich sagen muss, doch, für diesen Betrag könnte ich was Ähnliches nochmal auf die Beine stellen. Und vor allem hätte ich dann auch noch ein bisschen was Cash in die Tasche auf die Seite für die Zukunft. Ein bisschen finanzielle Absicherung. Hier haben wir übrigens noch den Teich mit Tausenden von Fischen drin, die man übrigens essen kann. Und hier in der Ecke ist noch das Hühnergehege. Da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann Nachwuchs geben. Aktuell gibt es 3 Eier pro Tag. Aber das ist jetzt gerade das Letzte, was wir hier gebaut haben, vor etwa 3 Wochen. Ja, und so schaut das Land hier von hinten aus, mit all den verschiedenen Obstbäumen in den verschiedensten Größen. Ja, und die Aussicht ist natürlich auch super. Entfernung etwa 7 Minuten zum Meer. Ja, eben, die Frage ist halt, für welchen Preis soll man es dann hergeben? Was ist so eine Summe, wo man sagen kann, okay, doch, es ist einerseits fair für den Käufer, aber andererseits auch genug für uns, um wieder ein ähnliches Projekt neu zu bauen. Und das ist auch die Absicht, die wir haben, wenn es verkauft werden sollte, was hoffentlich nicht der Fall sein wird. Aber wie gesagt, wenn jemand bereit wäre, 13,6 Millionen Baht zu bezahlen,
dann würden wir das Ganze hergeben. Ist jetzt auch nicht alle Welt, sind etwa 375.000 Euro. Ich habe da mit ein paar Freunden gesprochen aus dem Immobilienbereich. Die haben gesagt, ich soll das für viel, viel mehr ausschreiben. Ich wollte das zuerst auch. Aber irgendwo muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht unverschämt wird. Weil wenn ich jetzt einfach sage, ich will es ja eh nicht verkaufen und ich mache 20 Millionen und hause auf den Immobilienmarkt und dann kauft es irgendjemand, dann wird die Person noch zum Gespött, weil es dann irgendwie heisst, ja, der hat 20 Millionen bezahlt. Irgendwann lässt sich immer ein Dummer finden. Ich kenne diese Sprüche und das wäre auch nicht fair. Deshalb bin ich auf 13,6 Millionen gegangen. Weshalb 13,6 Millionen? Ich gehe davon aus, dass aktuell die Wirtschaftslage schlecht ist und kaum Ausländer nach Thailand reisen können. Auch die Chinesen nicht da sind und nicht kommen können zurzeit. Deshalb wird sich garantiert, ich hoffe, ich habe mich da auch nicht verkalkuliert, kein Käufer so schnell finden. Das heißt, wir werden nach wie vor hier sein, alles wie gehabt, es geht weiter. Und wenn jemand käme und die 13,6 Millionen Baht bezahlt, dann würden wir das so aufteilen, dass wir 10 Millionen Baht reinvestieren würden in ein weiteres Projekt. Also nochmals ein Stück Land suchen. Aber auch hier in der Provinz Phetchaburi, also ich will die Provinz nicht verlassen. Allenfalls noch vielleicht Provinz Prachuap Khirikan, wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das müssen wir dann schauen, wenn es dann überhaupt mal so weit kommt. Und dann eben nochmals von Scratch, also von Null, nochmal sowas auf die Beine stellen. Ja, das ist der Plan. Natürlich, ich habe gesagt, 13,6 Millionen. Ein bisschen was fließt dann auch noch in die eigene Tasche. Das soll dann auch der Profit sein. Eben, ich habe ja gesagt, der Preis muss stimmen, weil sonst macht es ja absolut keinen Sinn zu verkaufen. Für was soll ich das hier verkaufen? Aktuell spare ich ja so viel Geld, seit hier alles steht. Und theoretisch könnte ich eigentlich schon halbwegs vom Garten leben. Ja, ich habe das Ganze übrigens auch schon mit dem Livestream-Chat besprochen, einen Tag zuvor. Und einige haben natürlich dann auch gesagt, oh, ich hätte nie gedacht, dass du das jemals verkaufen würdest, das Paradies hier. Und ja, habe ich auch nicht gedacht. Hankerum muss ich auch sagen, ich werde dieses Jahr 40 und so. Man soll ja, solange man noch fit ist und auch vor allem Spaß an der ganzen Sache hat, und ich bin halt einfach jemand, der sehr gerne hier in Thailand was gestaltet, was macht, vor allem eben so im Bereich Natur. Und ich kann mir auch gut vorstellen, obwohl ich auch weiß, im Hinterkopf weiß ich, und vielleicht werde ich es auch irgendwann mal bereuen, who knows, es ist extremst anstrengend und kompliziert in Thailand, sowas auf die Beine zu stellen. Und auch einige im Livestream-Chat haben gesagt, ja gut, für 13,6 Millionen Baht, da kaufe ich mir ja selber Land und baue sowas. Und ich musste dann auch ein bisschen schmunzeln, weil ja, ich glaube, und das ist auch meine Sorge für das nächste Mal, wenn ich wirklich das für so viel verkaufen kann und nochmals neu starte mit einem neuen Projekt. Die Sorge ist natürlich auch immer, geht alles gut über die Bühne. Und ich weiß nicht, ob ich Glück hatte mit dem Haus hier, weil hier ist ja wirklich absolut keine Probleme. Baumängel, größere Risse oder so, alles absolut top, und die ersten zwei Jahre sind rum, zwei Regenzeiten sind rum, also ich hoffe, da kommt auch nichts mehr. Und das ist ja in Thailand auch nicht selbstverständlich, weil halt einfach leider so, so viele Neubauten riesige Probleme haben, und hier halt einfach so die Kleinigkeiten, die jeder hat, mal eine Fuge, die reißt, oder die man ein bisschen Silikon drauf tun muss, und auch die Farbe schaut noch gut aus, auch bei dieser Sonnenhitze oder Einstrahlung. Und jetzt wird es drumherum eh so viele Pflanzen haben, dass die Wand kaum noch Sonneneinstrahlung hat, dass auch die Innenräume sind schön kühl dann, und ja, auch die Farbe und alles bleibt eigentlich so, wie es ist. Also es ist wirklich ein Projekt, wo ich sagen muss, da habe ich echt Glück gehabt, für das, dass es auch mein erstes Projekt ist, mein erstes größeres Projekt. Und wenn ich dann wieder eins mache, dann muss ich halt dann schauen, ob,
und wie ich das mache, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Das Angebot steht, ist klar, ich stehe zu meinem Wort, aktuell ist es so. Wahrscheinlich im Mai werden wir das einer Immobilienfirma geben, die das ausschreiben wird. Der Preis dort wird aber wesentlich höher sein als die 13,6 Millionen Bad, weil die werden auch noch eine saftige Provision haben. Aber 13,6 Millionen Bad ist der Preis oder die Schmerzgrenze, wo ich sagen würde, doch, für diesen Preis würde ich verkaufen. Und wenn da jetzt irgendjemand Interesse hätte, dann könnte er mir schreiben. Ich werde meine E-Mail auch noch unten in die Videobeschreibung reintun. Und ansonsten schauen wir mal, ob ich da noch 5, 10, 20 Jahre hier bin oder ob dann vielleicht doch irgendwann ein Chinese kommt und das Ganze hier kauft. Mal schauen, ich bin selber auch gespannt, was da geht, und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war's von heute und wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus dem wunderschönen und sauheißen Thailand.